Der Profi geht, Regen und Konkurrenz kommen. Bei Eddie steigt die Nervosität. Also ich bin immer noch nervös, auch wenn jetzt gleich nicht 4 Mics reinkommen. Er ist doch immer noch ein bisschen nervös, ne? Das lässt sich der Youngster jetzt aber erstmal nicht anmerken. Nur die Schweißperlchen verraten Eddies Gemütszustand. Ich bin zwar der Jüngste in der Runde und auch mit dem jüngsten Konzept, aber auch selbst die können überzeugen. Auf jeden Fall überzeugt die stylische Einrichtung die Konkurrenz auf den ersten Blick. Guck mal, wie geil ist das denn? Die Wand ist mit so Tafelkreide gestrichen. Ja. Kannst die du sehen. Sehen auch super aus. Ja, ja. Gut hier hin. Schön hell, ne? Wenn schön du hell, ja. Schön hell, obwohl die Einrichtung schwarz mit Holz gemischt ist. Richtig. Also modern. Kommt gut an. Selbstgemachte Limonade hier, schau mal. Oh, lecker, lecker. Ja, schau mal, was er hat. Burger Klassiker und dann kannst du auch alles pimpen, also mehr Fleisch, viel Fleisch, ne? Mehr Käse. Ja. Also ich habe das schon so ungefähr ein bisschen erwartet. Mit den Burger, das passt zu Eddie. Ein passender Tisch ist auch schnell gefunden, dann kann der Abend im Beef and Bread ja starten. Das ist einmal unsere Servicekraft, das ist einmal die Jenny. Hallo. Und die ist für euer leibliches Wohl heute Abend zuständig, ja? Okay. Jawohl. Ja, super. Schön, die Speisekarte. Siehst du, jetzt fängt schon wieder an, ne? Hätte fast vergessen, die Karten rauszugeben. Er muss jetzt einfach runterkommen, ne? Die Speisekarte haben die Gäste schnell überblickt. Ziemlich kompakt. Ja, übersichtlich. Hat eine Standardkarte. Klassikburger kannst du bestellen. Ich finde die Aufteilung sehr gut. Mhm. Dann hat er noch für die Tacos noch eine Spezialkarte, ja, ne? Er hat echt viele Burger. Was für mich aber noch nicht so ganz klar ist, was das für ein Fleisch ist. Ja, hier, ne? Steht das, nur Rumsteak, oder? Sehe ich das falsch? Nee, kann ich mir nicht vorstellen, weil der schreibt hier oben Rumsteak. Bezieht sich auf die, ja. Das ist auf Steak bezogen, nicht, genau, auf die Burger. Man könnte wirklich in der Karte schreiben Simmentaler Rind. Ich hoffe, dass das zumindest verbal noch macht, ne? Wichtiger als die Herkunft ist allerdings erst einmal die Garstufe des Rinds. Kriegst du den Burger medium oder durchgebraten, das Fleisch? Medium. Medium oder durchgebraten? Medium, bitte. Medium, gern. Medium. Viermal Medium. Aber laut Eddie, alles easy, kein Thema, ne? Die Vorspeise muss Eddie nicht alleine stemmen. Stefan steht bereits in den Startlöchern. Hi, Eddie. Hey. Grüß dich, Stefan. Hi. Alles fit? Super. Wunderbar. Mensch. Ist das dein Reich? Das ist mein Reich. Jawohl. Ist ja echt klein. Aber Stefan, Größe ist ja nicht alles, ne? Wenn man da reinguckt, wirkt das auch erstmal so ein bisschen zusammengewürfelt. Da begrenzt er sich auf das, was er braucht. Sieht keiner. Und dass es funktioniert. Weil performt tut ja nicht der Herz, sondern er. Wir machen heute Tacos. Weil die Kerstin, die hatte die ja in der Vorspeise. Ja? Ja, komm. Und dann machen wir nämlich jetzt einmal unseren Pico de Gallo. Pico de Gallo? Pico de Gallo, das ist so wie die Bruschetta-Würfel. Ja. Okay. Ja, nur die letzte Version. Tomaten spielen allerdings auch bei dieser Variante die Hauptrolle. Hast du dir das selber alles so beigebracht? Oder ist das, hat das deine Mutter für dich früher gekocht? Und wie kommst du dazu? Das war früher so meine Strafarbeit, Stefan. Also so, wenn ich dann irgendwie dann Kacke gebaut habe, so, dann muss ich immer sonntags kochen. Das habe ich auch noch nie gehört. Und schau mal, sein Geschäft basiert genau auf seinem Blödsinn, den er früher verzapft hat. Ne? So sicher, wie sich Eddie in der Küche bewegt, hat er anscheinend viel Mist verzapft. Salz, Pfeffer, bisschen Knoblauch, aber nicht allzu viel. Ich weiß nämlich jetzt nicht, was Kerstin heute noch so vorhat, wenn ihr noch knutschen will, weiß. Ohne weitere Anzüglichkeiten widmet sich Eddie weiter der Taco-Füllung. Das Ganze wird nämlich an sowas vermengt. Schaut super aus, ganz einfach, ganz simpel. Ja, ja, abtupfen, junger Mann. Ja, Schwitz, ne? Ja, ja. Nach der Zubereitung des Grünzeugs wird's Zeit für Eddies Spezialität. Ich hab doch mal was für euch vorbereitet. Genau, das ist einmal unser Guiso de Pollo. Guiso de Pollo heißt was? Das ist einmal eine Hähnchenbrust. Die wird einmal scharf angebraten. Parallel dazu hast du nämlich einmal einen Topf. Da ist einmal so ein Sud drin. Da benutzt man frische Paprika, Chilis, Tomaten, Knoblauch. Das Ganze kommt dann in den Mixer. Und dann hast du nämlich halt dann so eine kleine Brühe. Also bei uns in Lateinamerika sagt man Guisos. Nur deshalb. Ja, bei uns in Deutschland auch. Ja? Nee. Für mich schaut es fast aus wie Pulled Pork, aber mit Chicken, ne, mit Hühnchen. Ne? Aber es bedeutet eigentlich Eintopf, ne? Und vom Huhn. Einmal ein bisschen Butter drauf. Okay. Deftig geht's auf jeden Fall bei dem gebürtigen Venezolaner zu. Und klein kann man diese Portionen beileibe nicht nennen.
Dann, Stefan, kommt einmal unser Pico de Gallo drauf. Pico de Gallo. Wie heißt das nochmal? Pico de Gallo, sag ich doch. Shake, 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 Sinora. Da drauf kommt einmal unsere Salsa Verde. Ich liebe Harry Belafonte. Ein paar Avocado-Schiffchen, Salz und Pfeffer und ein bisschen Deko finalisieren die Vorspeise. Schaut doch schön aus. Das ist für die Kirsten, ne? Ich schaffe keine neuen Tacos. In der Nähe, oder? Nee, das stimmt. So kann man es auch machen. Ja. Cool. Während Stefan den Appetizer genießt, ist in Eddies Küche sogar noch Zeit für ein paar extra Küsschen für Mama. Ja, jetzt gerade müsste ich einfach nur das Essen raushauen und dann das Feedback dann von den Kollegen bekommen. Und ja, so habe ich das Ganze nämlich dann halt hinter mir. Aber ich brauche jetzt hier noch ein bisschen Ruhe. Deshalb bitte ich euch jetzt einfach mal so, dass ihr mal einfach ein bisschen Platz macht. Wir sehen uns gleich. Alles klar, Eddie, bis gleich. Dann ringfrei für die Vorspeise im Beef and Bread. Da kommt sie. So, ihr Lieben, fertig. So, bei dir die Taco. Dankeschön. Kirsten freut sich auf die Taco Guiso de Pollo mit Pico de Gallo und Salsa Verde. Den Chicken Salad mit Joghurtdressing lässt sich Stefan schmecken. Chüt probiert die Pulled Beef Fries mit Knoblauch-Mayo. Und ebenfalls knoblauchlastig wird's auf Silvias Teller mit den Pulled Chicken Fries. Tolle Teller, schöne Präsentation, cool. Das ist schon fast eine Hauptspeise, riesige Portion. Also die Portion ist beachtlich, ne? Aber was vor uns, guten Appetit. Dann haut mal ordentlich rein, liebe Aachener. Wer möchte denn als erster sein Feedback loswerden? Ich hatte ja den Chicken Salad, Radicchio-Salat, Eisbergsalat. Wir haben Avocados dabei, das Spiegelei, Tomaten, auch ordentlich Parmesan. Das Problem hier ist, wenn man jetzt hier reinguckt in den Salat, der natürlich gewaschen ist, aber ich denke nicht geschleudert. Das heißt, es ist unglaublich viel Wasser im Teller. Der Dressing bleibt halt nicht am Salat haften und somit ist halt der ganze Geschmack weggewaschen. Also diese kleinen Salatschleudermaschinen für zu Hause, ne? Die kann man sich schon mal anschaffen. Die Hähnchenbrust ist schön knusprig angebraten, auch Gewürz, Salz, Pfeffer, ein paar Kräuter sind dran. Ich halte die Hähnchenbrust eigentlich mittlerweile auch so wie Schweinefleisch. Das kann schön glasig sein. Das wäre so dann für mich perfekt gewesen. Huhn ist ja ein sehr gefährliches Fleischsorte. Wenn da irgendeine Bakterie oder so bleibt und es nicht durch, wirst du krank. Er hat ja nicht gesagt, das ist roh, sondern es soll glasig sein. Die Zeit ist vorbei, wo wir den Hähnchenbrust furztrocken durchgaren. Da bin ich bei Stefan. Während am Tisch genießerisches Schweigen herrscht, entdeckt der Profi offenbar seine lateinamerikanische Seite. Also meine Tacos schmecken gut. Ich liebe ja Koriander. Also der ist sehr, sehr gut rauszuschmecken, der Koriander. Das Pulled Chicken. Was stand da? Pico de Gallo. Das heißt, also Gallo heißt doch Hahn. Pico de Gallo ist die Spitze des Hahns. Das heißt, habe ich jetzt einen Schnabel auf dem Teller oder was? Also schmeckt wirklich sehr gut. Kurze Erklärung vom Profi bitte. Also Pico de Gallo hat nichts mit Hähnchenfleisch zu tun. Pico de Gallo. Das ist diese Tomatensalsa. Das Gewürfelte, was er da vorhin gemacht hat, das war die Pico de Gallo. Die Salsa Verde ist auch sehr lecker. Ein bisschen scharf, ist mit roten Zwiebelchen gemacht. Also ich habe es noch nie gegessen, es schmeckt mir gut. Ich vermisse ein bisschen den Feta-Käse, der eigentlich mit dabei sein sollte. Vergessen? Aber es ist ein frisches Gericht. Für mich ein bisschen zu stark Zwiebel- und Knoblauchlastig, aber sonst sehr gut. Ob jetzt zu viel Zwiebel und Knoblauch, ich glaube gravierender ist, dass hier der Feta-Käse nicht drauf ist. In der Küche gibt's unterdessen aufbauende Küsse von der Freundin. Oh, schau, wer ist denn da? Die Freundin auch, da gibt's Pussys. Wahrscheinlich weiß der schon, ich hab was vergessen. Nach dieser kleinen Aufmunterung traut sich Eddie dann doch noch in die Höhle der Löwen. Ihr Lieben, ist bei euch alles in Ordnung? Ja, wir zwei, wir hatten ja ungefähr das Gleiche. Ja. Einziger Unterschied, das war die Fleischsorte. Ich hatte das Pulled Chicken, du hattest das Pulled Beef, ne? Pulled Beef, ja. Ja, also es war überhaupt gar nicht trocken, war schön saftig. So eine Smoked Grillsoße ist da drauf, passt absolut.
Ja, darunter die Fries. Die haben eine super schöne Farbe. Klasse, kross frittiert. Mega Portion. Ich bin auch am Kämpfen, aber schmeckt aber sehr gut. Also ich nehme an, dass Beef slow cooked, also lange im Ofen. Genau. Pulled Pork kennen wir. Das macht man mittlerweile von Hühnchen, mittlerweile von Lachs, was weiß ich. Lange gegart, original gesmoked. Ne? Das wird hier nicht funktioniert haben, dass wir da im Ofen gemacht haben. Was mir sofort am Anfang aufgefallen ist, also ich bin als erstes mal mit der Gabel in den Krautsalat. Ich würde mal fast behaupten, den habt ihr heute Morgen frisch gemacht. Weil der ist sehr essiglastig. Die Süße fehlte. Ein bisschen sehr sauer. Da fehlte Zucker drin. Ich würde dir empfehlen, den schon einen Abend vorher zu machen. Dann kann der über Nacht ziehen. Und ich würde auf jeden Fall Zucker reintun. Wenn das jemand sagt, so, ne, dann probiert man. Aber wenn dann halt dann schon zwei Kollegen dann sagen, so, hör mal, da ist ne, viel Säure drin, so, dann den kaufe ich das auf jeden Fall ab. Ja, das ist eine gute Reaktion. Ne? Ich glaube auch grundsätzlich, dass das Spiel zwischen Süße, Säure und Salzigkeit einfach ausgewogen sein muss. Kirsten, wie schaut es denn bei dir aus? Bist du zufrieden mit deiner Vorspeise? Also ich bin zufrieden damit. Also ist alles super frisch. Was ich nur jetzt suche, ist der Feta-Käse. Der stand, glaube ich, mit auf der Karte drauf. Ach, den Feta, my bad. Vielleicht durch die Nervosität oder so habe ich dann halt dann so das letzte Topping dann vergessen. Ja, schade. Ist nicht schlimm, aber schade einfach. Ist dumm gelaufen, ist menschlich, das kann passieren. Ja, super Reaktion auch, ne, von Kirsten. Aber jetzt muss es laufen, lieber Eddie, sonst schwinden die Punkte. Jetzt will ich auf jeden Fall nämlich noch ein paar Punkte machen, ne. Dadurch, dass mir gerade eben solche kleinen Fehler dann passiert sind, so. Das gibt mir jetzt Ansporn, jetzt hau ich noch mal rein. Zur Nervenberuhigung rücken jetzt Silvia und Rüd an. Hi. Hey. Wir wollten mal gucken, was du hier so machst. Ja, ne? Für den Hauptgang, da werde ich einmal dieses Mac and Cheese, werde ich dann halt dann auch schon mal zeigen, wie ich das so mache. Mhm. Weil der Stefan hat das ja auf seinem Burger. Richtig. Und das muss ja erstmal gemacht werden, ne? Mac and Cheese. Einmal haben wir nämlich hier kleine Hörnchen, kleine Makaronis. Wasser habe ich schon mal aufgesetzt. Soweit, so gewöhnlich. Tipps im Nudelkochen braucht die Konkurrenz wohl nicht. Doch wie geht's danach weiter? So, der Jude-Topf kommt wieder drauf. Derzeit schütten wir schon mal unsere Milch rein. Die Gäste sind offenbar weniger irritiert als Profikoch Mike Süßer. Hä? Was wird das? Dann habe ich hier einmal drei verschiedene Käsesorten. Hier habe ich einmal einen jungen Gouda, einen geriebenen. Dann habe ich dann hier einmal einen Cheddar, einen irischen. Und dann habe ich noch hier dann noch diesen Mozzarella. Das Triple vom Käse gibt Eddie jetzt erstmal großzügig zu den Nudeln. Ich weiß nicht, was es wird. Schlank ist was anderes. Was ich ja gerne nämlich noch mit rein tue, ist einmal Oregano. So, da ist immer der Claudio ganz stolz drauf, weil immer wenn der in Urlaub fliegt. Machst du den selber, den Oregano? Ja, weil der ist einmal so von Claudius Garten. Also da ist immer ganz so stolz, also, was direkt das angeht. Aus Italien? Ja, ja. Ja, ist ganz stolz, ne? Neben dem eigenhändig gepflückten Oregano komplettieren Paprikagewürz, Salz und Pfeffer die klebrige Diätkost. Oh, danke schön. Schauen wir mal, ob das okay ist. Boah, da hat man ja schon vom Zuschauen 3 Pfund mehr auf den Rippen. Mmh. Mhm. Lecker. Mhm, lecker. Und das ist dann halt dann unser Mac and Cheese. Das Ganze ist dann halt ein Burger-Topping. Ich bin jetzt gespannt, wie das geht. Ich denke jetzt, das kühlt ja raus, ne? Wenn du es so raufschöpfst. Ne? Bei Eddies Spezialität, dem Burger-Patty, gibt es dann ein paar wertvolle Tipps für eventuelle Nachkocher. Mach ich noch ein kleines Loch rein. Damit nehme ich dann halt dann die Hitze dann gleich beim Wenden. Wenn ich das Loch dann nicht reinmachen würde, hätten wir dann später irgendwann so ein kleines UFO. Er macht ein Loch in den Burger, ne? Ja, ja. Dann kriegt er nicht so. Da wölbt er sich nicht so. Richtig. Ne? Ja, ja. Hat auch den Vorteil, dass sich der Burger gleich einfacher belegen lässt. Zum Beispiel mit den frischen Mac and Cheese. Ah, das kommt wirklich so drauf. Nehmen wir uns nämlich schon halt dann noch was Käse. Den dann ganz sorgfältig rüber. Alter, noch mal Käse. Und dann unsere Käseglocke. Das Ganze schmilzt das jetzt. Genau. Der Käse hält dann einfach unseren Mac and Cheese dann zusammen. Aufpassen, denk dran, Medium. Eddie wirkt mittlerweile völlig tiefenentspannt.
haben wir nämlich hier einmal unsere Bäckerbrötchen mit einem Brioche. Auch die sind nix für die schlanke Linie. Durch den Butteranteil brauche ich das Ganze nämlich jetzt nicht nochmal mit Butter einzustreichen. Das riechst du schon, die Butter. Mmh, lecker. Lecker. Noch gibt es keine negativen Kommentare zum gekauften Bäckerbrötchen. Gute Ding, ziehen wir jetzt einmal rüber. Machen wir einen Deckel drauf. Und schon geht's an die Toppings. Haben wir die Dijon-Senfmayo unten. Hast du das gesehen, wie viele selbstgemachte Soßenflaschen der da stehen hatte? Also der kreiert zu jedem Burger auch die passende Soße, zu jeder Zutat und macht sich da echt Gedanken drüber. Also finde ich spitze. Das hat Kalorien, das kann man mal so sagen. Ne? Dann kommen dann auch unsere Cheetos. Erdnussflips, oder was? Eher original amerikanische Käseflips, die jetzt zerbröselt auf dem Burger landen. Welche Soße ist das jetzt, die du da nimmst? Ich sag mal, eine Käsesoße auf Mayo-Basis. Fertig ist der 10.000-Kalorien-Burger. Das ist dann mein Holy Macaroni. Der ist so verrückt, dass ich den echt mal kosten möchte. Guck dir das Teil mal an. Das ist ja Wahnsinn, ne? Käse, Nudeln, Burger, also geile Kombi. Junge, Junge. Aber jetzt braucht Eddie Platz, also husch, husch, zurück an den Tisch. Jetzt geht's ums Eingemachte. Aber jetzt gerade bin ich auch schon deutlich entspannter als vorhin. Schau nur, dass die Garpunkte passen jetzt. Eddie muss nicht nur 4 perfekte Burger zaubern, das Beef and Bread ist bis auf den letzten Platz voll. Und der Laden läuft voll. Jetzt das mal. Die Nervosität steigt. Ja, komm, raus, raus, raus damit. Raus damit, komm. Oh, jetzt geht's rund. Komm, scheißegal. Das Tribunal wartet. Tatsächlich wirkt Eddie ziemlich aufgelöst. So, meine Lieben, der Hauptgang. Was passt denn der Jon Snow einmal bei dir? Kirsten hat sich für den Jon Snow Burger und vegane Fries entschieden. Stefans Wahl fällt auf Holy Macaroni und Chili Cheese Fries. Der B&B Chili Cheeseburger and Mac and Cheese Ball soll Rüd verzücken und der Mr. Blue Burger und Garlic Parmesan Fries sind ein Fall für Sevia. Also so optisch gesehen, so sahen für mich persönlich die Burger ganz gut aus. Ich hoffe, ich habe den Gar gerade getroffen. Haben alle Medium bestellt, ne? Ja. Jetzt schneiden wir mal auf. Spannung, Spannung. Also meiner ist perfekt medium gebraten. Meine auch. Zweimal? Ja. Ja, ordentlich. Super Farbe. Yeah! Eddie kann medium. Da gibt's vor Freude doch gleich noch eine südamerikanische Tanzeinlage mit extra Hüftschwung. So, mein Holy Macaroni. Also da ist hier echt einiges an Käse drauf. Alter. Der Burger Patty ist echt gut gebraten. Wobei der beim Essen, finde ich, so ein bisschen krümelig wirkt. Es wirkt vielleicht ein bisschen trocken. Aber Käsesoße, Mac and Cheese drauf. Wenn du das alles zusammen isst, ist es natürlich unglaublich saftig durch die Käsesoße. Das Patty, das war ja auch so ein bisschen krümelig, ne? Und hat so ein bisschen trocken gewirkt. Ja. Und das liegt einfach so ein bisschen an der Denaturierung, also an der Gerinnung vom Eiweiß. Das kapselt sich quasi ab. Damit wirkt das so ein bisschen krümelig und trocken. Ein bisschen weniger Temperatur im Kern, das wäre schön gebunden gewesen. Geil erklärt. Danke. Bei den Chili Cheese Fries mit der Käsesoße und den Chilis ist das super. Das hat echt Pep. Für mich alles in allem echt gut ausgesucht. Und die übrigen Aachener? Seid ihr auch zufrieden mit eurer Wahl? Kirsten ist gerade verhindert, deswegen mach du doch mal weiter, Silvia. Ja, ich habe den Burger mit dem Blauschimmelkäse, Mr. Blue. Patty, wie gesagt, schön saftig in der Mitte. Hier sieht man schön in weiß den Blauschimmelkäse. Da war der milde Blue Cheese war da drauf. Da hätte ruhig ein bisschen mehr drauf sein können. Die Champignons, die sind schön angebraten. Dann sind die Zwiebel wie so eine Art Marmelade. Da ist die italienische Salami drauf. Vom Geschmack her super, auch eine milde Salami, sehr fein. Die hatte ich nicht, die hatte ich nicht, die hatte ich nicht. Hoffentlich ist auf den Tellern der Konkurrenz jetzt alles so wie angekündigt. Was mir sehr gut schmeckt, ist diese mit den Kürbiskernen. Habe ich jetzt so noch nicht gesehen. Das Fleisch könnte ein bisschen saftiger sein. Ist ein Tick trocken. Aber wenn man das mit dem Käse zusammen isst und mit der frischen Tomate, ist es voll in Ordnung. Ich habe mir ja diese extra Zwiebeln gewünscht.
Habe auch gedacht, das sind dann Zwiebelringe, so weiße, wie es beim Burger normal ist. Sind jetzt so kleine rote Zwiebelchen jetzt drauf. Sie sind ein bisschen scharf. Wenn jemand bei mir dann extra Zwiebeln bestellt, mache ich natürlich dementsprechend zu dem Burger die Zwiebeln so, wie ich mir das dazu gedacht habe und beschrieben habe. Naja, außer ein bisschen trocken ist hier nicht zu finden, oder? Die Süßkartoffelfritten, die sind sehr lecker, sehr knackig. Auch der Hummus ist toll, also dieser Rote-Bete-Hummus. Du merkst so richtig diesen Rote-Bete-Geschmack. Und dann auch im Hintergrund diesen Hummus, diese Kichererbsenpüree. Ein Hummus mit roter Beete? Ich muss sagen, das habe ich noch nie gegessen so. Auch noch nicht mal gehört, gelesen. Ich finde das geil. Jetzt hält es den Gastgeber nicht mehr in der Küche. Ihr Lieben, vorab, wie ist der Garpunkt? Habe ich ihn getroffen? Also bei mir auf jeden Fall. Freut mich. Bei mir auch, prima. Ja. Dankeschön. Bei mir war es auch prima. Bei mir der Gargrad war okay. Der ist, glaube ich, relativ fein gewolft. Ne? Ja. Wir hatten den ja eher ein bisschen gröber gewolft. Genau. Dadurch wirkt er so für mich immer ein bisschen saftiger. Ich persönlich, ich finde so eine größere Körnung irgendwie schöner. Ja. Ne? Aber dann kam dann halt der ein oder andere Gast, meinte, hör mal, der ist aber... Ne, ist doch Fleisch und Burger. Genau. Nee, aber deshalb habe ich dann halt dann nochmal mit dem Metzger gesprochen. Hör mal, machen wir das Ganze kleiner, weil im Endeffekt, Gas ist König. Absolut. Wenn du natürlich das gröber wolfst, dann kann das schon sein, dass du größere Fett- oder Knorpelstücke drin hast. Finde ich persönlich besser. Stefan scheinbar auch. Aber der Gast ist König, ne? Also, cool. Gut. Weißt du, mit deiner Beilage, alles in Ordnung? Passt das? Nein. Oh. Diese Panierung hier, ja, ist zu salzig. Ist zu salzig. Aber richtig salzig. Uiuiui. Das will der Chef sofort selbst überprüfen. Ist Rüds Gaumen zu empfindlich oder ist in der Küche wirklich das Salz ausgerutscht? Mhm. Ja, es kann sehr gut sein. Pass auf, wir haben nämlich noch eine Sonderpanade, da wo auch noch mal Gewürze und so drin verarbeitet sind. Es kann dann sehr gut sein, so dass sich dann die Jungs die falsche Panade gegriffen haben. Okay, also, sorry. Ja, also, ja, ja. Ich gebe dir voll und ganz recht, ja. Das sind so Flüchtigkeitsfehler, die da passieren. Wer hat denn die gemacht, die Bälle? Die haben wir gestern gemacht. Ich und Ellies Mutter. Mhm. Ja. Dann haben wir es wohl vertauscht. Ja. Dann ist es meine Schuld. Nicht deine. Das hier. Sei dir verziehen. Okay, gut. Süßes Pärchen, ne? Hat er verdient, Daddy, ne? Dass er so ein süßes Mädel hat. Ne? Er ist auch sympathisch. Der Burger, alles top. Schärfe ist da, weil ich habe ja den Chili-Burger. Die Jalapenos, top. Zwiebeln. Aber hier hätte ich dann auch frische Kräuter, kannst du nutzen, aber nicht komplett mit Stange, weil das ist... Ups. Ja. Ah, das ist doof. Das mag ich auch nicht. Da kam wieder so diese Nervosität. Ich habe nämlich dann halt dann einmal dann eine komplette Zwiebelscheibe. Obendrauf habe ich dann halt die frischen Kräuter dann hingelegt. Aber dadurch, dass ich die Scheibe gewendet habe, da lag die unten, ne? Und dann ging das dann so flott, ey, ging auf meine Kappe. Nervosität, sorry, ne? Ja, ja. Gargard getroffen. Alles, was jetzt so ein bisschen schiefgelaufen ist, ist aufgrund der Nervosität und sind im Grunde genommen nur kleine Flüchtigkeitsfehler, ne? Nach einer kleinen Knutscheinheit in der Küche ist es Zeit für das Dessert. Hallo Kerstin. Grüß dich. Hi. Ich darf heute bei der Nachspeise helfen. Genau, richtig. Wir machen heute Brownies. Mhm. Die machen wir hier selber. Mhm. Die anderen Desserts machen wir teilweise selber. Dass da jetzt erstens keine große Dessertauswahl ist, leuchtet mir ein, will ich auch beim Burgerladen auch nicht unbedingt haben. Ne? Sie machen Brownies selber, schauen wir uns mal an. Ist doch gut, oder? Wir müssten jetzt ein Wasserbad machen. Okay. Wir brauchen 390 Gramm Butter. Für die fühlt sich Kirsten sofort verantwortlich. Lass noch ein kleines Stück schneiden, damit das gleich schneller geht. Okay. Dann hast du hier Handschuhe. Ah ja, das ist super, glaube ich, besser. Dankeschön. Frisch behandschuht geht die Brownie-Produktion doch gleich viel besser. Hier rein? Genau. Dort bleibt die Butter aber nicht lange allein, sondern sie bekommt Gesellschaft von ganz viel Schoki. Und was für Schokolade benutzt ihr da? Wir nehmen Zartbitterschokolade. Ja. Da Vollmilchschokolade gebacken nicht so gut schmeckt und nicht richtig nach Schokolade schmeckt. Mhm. Je weniger Kakaoanteil, je heller, je mehr Zucker ist drin. Und ja, das kriegt die Schokolade den Geschmack durch den Zucker. Ne? Apropos, der darf natürlich auch nicht fehlen. Braunen Rohrzucker nehmen wir einmal. Ist er halb-halb oder welches Verhältnis nimmst du da? Nee, wir nehmen weißen Zucker ein bisschen mehr, 100 Gramm mehr. Mhm.
Zunächst landet aber nur der braune Zucker im Wasserbad. Das regt zu Fragen an. Warum machst du erst den braunen Zucker rein und mischst dich das direkt untereinander? Der braune Zucker, der ist ein bisschen körniger als der raffinierte. Deswegen nehme ich lieber den braunen Zucker zuerst, damit das ein bisschen länger im Watt bleibt. Okay. Ich bin heute auf dem Oldtimer-Trip, merke ich gerade. In der Küche gesellt sich in der Zwischenzeit der weiße Zucker zu der Butter-Schokoladen-Mischung. Das war aber natürlich noch nicht alles. So, dann kannst du mir gerne die Eier reinschlagen. Ich fange einmal schon mal an. Na, das läuft ja mal reibungslos Hand in Hand, verehrte Damen. Eine wichtige Zutat fehlt aber noch. Kommt das jetzt gleich auch noch rein? Das kommt gleich auch noch rein. Das ist dann Mehl wahrscheinlich. Mehl und Kakao. Mehl, da ist Kakao drin. Ein bisschen Natron und eine Packung Backpulver. Also Natron, ja, es ist eigentlich kann man es als Backtriebmittel verwenden. Das gibt dem Ganzen mehr Fluffigkeit. Im alten Haushalt von Oma wurde das sogar zum Reinigen genommen. Diesen Effekt hat das Natron hier natürlich nicht. Stattdessen bringt es besonders bei amerikanischen Rezepten die nötige Fluffigkeit ins Geschehen. Kleiner Hinweis, Backpulver durch Natron ersetzt funktioniert nicht. Andersherum hingegen schon. Mmh, lecker, 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 lecker. Welch Wunder, schmeckt sehr schokoladig. Damit wäre Kirstens Aufgabe für heute erledigt. Gebe ich dir. Danke. Vielen Dank. Danke auch. Dann schieben wir das mal in den Ofen und dann bis gleich. Kaum ist der Gast weg, bricht in der Küche Hektik aus. Schließlich ist das Beef and Bread immer noch komplett voll. Auch die Stimmung am Tisch ist ein wenig aufgeheizt. Ja, freut sich die Damenwelt. Noch größer ist die Freude allerdings über das nahende Dessert. So, meine Lieben, der Puff Daddy. Für uns beide. Puff Daddy. Das Dessert mit dem klangvollen Namen lassen sich Kirsten und Stefan schmecken. Rüd verspürt Appetit auf einen original amerikanischen Cheesecake. Und der frisch gebackene Brownie soll Silvias Menü die Krone aufsetzen. Sieht gut aus. Sieht gut aus wie ein richtiger Cheesecake. Ja, also. Ja, das schaut gut aus. Auch jetzt nicht zu klein. Kleine Tanzeinlage gefällig. Der Brownie ist einsame Spitze. Einsame Spitze, das heißt was? Der ist innen drinnen noch, jetzt nicht flüssig, aber noch relativ weich. Außen wunderbar knusprig. Er hat einen sehr hohen Kakaoanteil. Nicht zu süß. Vanilleeis dazu. Ist dazu gekauft, aber ein sehr hochwertiges Eis. Also alles super, bis auf die Sprühsahne. Ich hasse Sahne aus dem Sahnespender. Diese Dosen? Ja, ja. Ich hasse auch Sprühsahne. Ich bin bei dir. Meinst du nicht, das ist Sahne, flüssige Sahne in diesem, die du kaufst mit so einer Gaspatrone? Dann hat er, also wenn du die Sahne aus dem Easy-Spender nimmst. Dann hat die mehr Stand, ne? Ja, auf jeden Fall. Weil die wird auch flüssig, ne? Ja, ja, die verflüssigt sich. Und sonst? Portion war okay. Aber 3,90 ist viel zu preiswert. Für das, was da geboten wird, ist das jetzt einfach auch zu günstig. Ne? Aber das mit der Sahne, das würde mich interessieren. Können wir da mal zurückspulen oder geht das? Ja? Na klar, Chef. Du bist der Boss. Dein Wunsch ist uns Befehl. Es ist eine Easy-Flasche. Keine Fertigsahne. Ich hätte jetzt auch darauf gewertet, das ist die aus der Spraydose. Das finde ich jetzt sehr verwunderlich. Sprühsahne hin oder her, wie munden denn die restlichen Desserts? Stefan? Mein süßer Burger, Puff Daddy, ein schön fluffiger Vanilleboden, der wirklich noch schön fluffig und saftig ist. Dann das Holunderblüten-Waldbeer-Chutney obendrauf mit der Minze, ist auch wirklich eine schöne fruchtige Komponente. Die Mascarpone-Creme ist auch dabei, die ist leider ein bisschen kriselig geworden. Tja, mit der Goron-Mascarpone war ein bisschen doof jetzt, ne? Ja, aber das ist ja nicht so, dass Überraschung, die Mascarpone ist geronnen. Das sieht man ja beim Anrichten. Auch wieder so ein kleiner Fehler, ne, wo du einfach dann vielleicht noch mal ein Auge drauf werfen solltest, ne, als Chef von so speziell im Wettbewerb. Also, na gut. Ich finde auch der Boden, Mürbeteig, denke ich mal, ist das. Der schmeckt auch sehr gut, so vanillig, ne? Ist da Vanille drin. Mir ist jetzt dieser Holunder-Chutney, ist mir jetzt selber ein bisschen zu süß. Aber sonst finde ich die Idee auch super, wie so ein Burger halt, so ein Dessert anzubieten, das passt. Und somit ein Nachtisch, der in Ordnung ist. Seine Kompetenz liegt halt nicht im Dessert, sondern in dem Burger. Das war solide, aber ich esse nächstes Mal noch mal diesen Holy Macaroni als Dessert. Ha 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 ha!
Alles auch geil, ne? Aber hat irgendwie einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Den hinterlässt jetzt hoffentlich auch der American Cheesecake. Oder was sagst du, Rüd? Ich habe hier den Cheesecake, richtig sahnig. Man kann sehen, dass er selbstgemacht ist, weil er hier am Oberteil so ein bisschen aufgerissen ist. Lecker, selbst hergestellt, aber nicht beim Eddie, weil dafür hat er auch diese Kapazität nicht. Aber auch beim Bäcker gekauft. Normal, wenn die industriell sind, sind die tadellos. Das kann man hier so schon sehen. Und die Konsistenz, ja, cremig. Man schmeckt auch diesen Frischkäse daraus. Also ich bin tadellos zufrieden. Also tadellos zufrieden, gut abgeschnitten. Das Stück. Mehr ist da nicht passiert, ne? Damit geht ein schöner Abend im Beef and Bread zu Ende. Doch was steht final unterm Strich? Insgesamt 156,20. Das sind fürs Essen 116 Euro circa. Super billig. Ja. Ey, der hat ein tolles Ambiente. Der hat Produkte von seinem Metzger, von seinem Bäcker. Der muss da echt mehr nehmen. Finde ich auch zu günstig. Top-Konzept. Ja, also ich fand, der Tag war gelungen. Er ist super, er ist gut in dem, was er macht, ja. Aber der war so nervös und dann sind ihm halt ein paar Fehler passiert. Ey, wir haben es eigentlich hinter uns, ja, Mann. Ja, Mann! Dann mal Prost! Also ich bin eigentlich so mit der Leistung schon zufrieden. So, wenn jetzt hier nicht so vier gestandene Gastronomen dann halt mir dann nonstop auf die Finger geguckt hätten, so, dann wäre ich dann halt schon ein bisschen lockerer gewesen. Und deine Erwartung, Eddie? Ein 7er Schnitt. So, da würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen, ja. Liebe Aachener, wir bitten an die Schiefertafeln für die Bewertungen. Der Eddie und sein Beef und Bread bekommen von mir 7 Punkte. 7 Punkte. 8 Punkte. 8 Punkte. Damit hat Eddie sein persönliches Ziel zwar übertroffen, dennoch liegt er aktuell mit 30 Zählern knapp hinter Kirsten und Stefan auf Platz 3. Morgen wird's in Silvias Arnoldos Klause deftig. Wir legen Wert auf eigene Herstellung von frischen, natürlichen Produkten. Ach, echt? Was ich schade finde, dass das keine frische Bernaise war. Wir haben mit frischer Bernaise hier schon Schiffbruch erlitten. Es ist so der erste Unmut. Das sitzt wie ein Stachel. Erleidet Silvia auch im Kampf um den goldenen Teller Schiffbruch?